Herzlich willkommen zu diesem Video. Kostenlose Bilder auf 10 Webseiten. Im Prinzip geht es hier jetzt darum, der Frage nachzugehen, wo finde ich jetzt Medien, wo finde ich jetzt in diesem Fall Bilder, die mit der sogenannten Creative Commons Lizenz veröffentlicht wurden oder auch sogar als gemeinfrei bzw. Public Domain veröffentlicht wurden. Was man unter Creative Commons versteht und was gemeinfreie bzw. Public Domain Lizenzen sind, habe ich in einem anderen Video bereits beschrieben. Schauen wir uns einmal an. Als erstes eine kleine Geschichte. Und hier habe ich den kleinen Fritz. Und dieser kleine Fritz versucht jetzt hier ein Foto zu finden, denn er möchte eine Webseite machen und möchte eine Webseite über Fahrradfahrer machen. Er surft jetzt im Internet, findet dort ein Foto, scheint ihm ganz gut zu sein und fügt es in seine Webseite ein. Er bekommt dann aber relativ rasch bald einmal dann einen Kontakt mit der Polizei und der Polizist sagt dann hier, du hast das Foto gestohlen, der Urheber hat dir nicht erlaubt, es zu veröffentlichen. Und der kleine Fritz denkt schon daran, dass er bald dann im Gefängnis sitzen wird und dementsprechend schwer ist ihm dann zumute. Und es geht dann aber weiter und er muss dann Geld zahlen. Er muss also nicht ins Gefängnis gehen und der Besitzer des Bildes, der Eigentümer des Fotos, sagt dann, du musst jetzt für mich mir Geld zahlen, damit du dann die Lizenz bekommst, dieses Foto auch dann wirklich veröffentlichen zu dürfen, dass du Erlaubnis bekommst. Der kleine Fritz ist enttäuscht, zahlt jetzt dann vielleicht auch eine Strafe und denkt sich aber jetzt, ich möchte aber keine Lizenzgebühren zahlen für meine Webseite, was mache ich nur, damit ich nicht dann wieder Kontakt mit der Polizei bekomme und dann wieder verklagt werde. Und dann kommt dann der kleine Paul und der sagt dann dem Fritz, verwende doch gemeinfreie Fotos oder welche mit einer Creative Commons Lizenz, denn die darfst du kostenfrei, also ohne Kosten verwenden, wenn du eben bestimmte Bedingungen einhältst. Und solche Medien mit einer CC-Lizenz, einer Creative Commons Lizenz, kann man eben dann verwenden. Wie diese Lizenz genau ausschaut, habe ich wie gesagt in einem anderen Video besprochen, aber jetzt schauen wir uns an, wo man solche Fotos findet. Hier immer der Hinweis zu all den Seiten, die ich jetzt hier erwähne. Ich übernehme da keine Gewähr dafür, dass die Seiten sich nicht dann irgendwie verändern. Und dringender Hinweis, auf jeder dieser Seite genau schauen, welche Lizenz jetzt tatsächlich bei jedem dieser Fotos dann dabei steht. Eine Seite, die ich jetzt am Anfang gleich einmal empfehlen werde, ist Pixabay. Das ist eine Webseite mit zahlreichen freien Fotos und Grafiken. Man findet dort eine Unmenge an Fotos, die man da frei verwenden kann. Das heißt, es sind hier freie Fotos, die unter Public Domain unter einer CC0 Lizenz veröffentlicht wurden. Ebenfalls sehr empfehlenswert ist Open Clipart. Da geht es um Sammlungen, Zeichnungen, Cliparts eben. Die findet man unter der Adresse openclipart.org. Also eine Unmenge an Dingen, die man da verwenden kann, die man dann in eigene Grafiken einfügen kann, für die eigenen Webseiten verwenden kann. Kann ich da sehr ans Herz legen, diese Seite auch zu verwenden. Darüber hinaus gibt es dann noch etwas kleinere, zwei kleinere Seiten, die ich euch da empfehlen möchte, die, wie gesagt, Public Domain sind, die ich frei verwenden kann. Das ist Gratisography. Ich habe hier die Internetadresse angeführt. Da kann man zahlreiche tolle Fotos, wie gesagt, frei verwenden. Und ebenfalls in diesem Bereich ist zu nennen Unsplash. Das ist eine freie Sammlung von Fotos. Das sind nicht so viele Fotos wie auf Pixabay und OpenClipart, aber auch sehr, sehr tolle Sachen. Jetzt sind wir hier bei mehr Adressen noch. Das sind hier jetzt Adressen, Fotos, Bilder, die man dort finden kann, nicht frei sind, sondern unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht wurden. Ich habe hier auf der rechten Seite nochmal mögliche dieser Lizenzbausteine angeführt. Also im einfachsten Fall muss man nur den Namen nennen, das ist diese CC BY Lizenz. Und etwas umfangreicher ist dann hier zum Beispiel, dass man den Namen nennen muss, darf man es nicht in irgendeiner Form damit dann Geld verdienen darf, also nicht kommerziell. Und dass man dann die gleiche Lizenz, wie ich sie habe, dann zum Beispiel auch verwenden muss. Wie gesagt, schau dir mein anderes Video an und schau vor allem genau auf der Seite nach, welche Lizenz, unter welcher Lizenz diese Bilder dann veröffentlicht wurden. Da sind wir gleich beim ersten Tipp, CC Search. Und da handelt es sich um eine Suchmaschine, die speziell dir, wenn du einen Begriff eingibst, wie zum Beispiel Haus, dann lauter Bilder, die irgendwas mit einem Haus zu tun haben, zeigen, die eben unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht wurden. Dann eine wahre Fundgrube ist dieses Wikimedia Commons.
Da greift vor allem eben auch Wikipedia drauf zu. Sie eben sammeln von all diesen Bildern, Videos und Audios, die eben auch bei Wikipedia verwendet werden. Und dann gibt es auch eine Bildersuche bei Google. Und diese Bildersuche bei Google, man muss ja darauf achten, dass du immer dann schaust, welche Lizenz ist denn da, wird denn da tatsächlich verwendet. Ich habe das schon in einem anderen Video mal gezeigt, wie man da in Google das machen kann. Hier dieser Verweis auf die Beachtung der Lizenzen trifft dann auch auf dieses Every Stock Photo zu. Und auf Flickr zum Beispiel, das sind lauter Seiten, wo du das genau anschauen kannst. Und eine spezielle Seite ist dieses Europeana, das ist eine europäische Bildersuchmaschine, wo dann auch Museen und dergleichen mehr durchsucht werden. Und da ist es aber auch so natürlich, dass da beileibe nicht alle Bilder, die dann hier aufgelistet werden, dann wirklich mit einer Creative Commons Lizenz dann veröffentlicht werden. Sondern es kann zum Teil auch so sein, dass man dann wirklich, wenn man das dann verwenden würde, dann auch Lizenzgebühren dafür zahlen müsste. Aber es gibt eben, wie gesagt, einige Bilder auch, die im europäischen Zusammenhang zu sehen sind, die dann wirklich toll sind und die man dann auch zum Teil frei, aber auch natürlich als Creative Commons dann veröffentlicht wurde. Ja, hier nochmal der Verweis auf Grafiken, die ich hier in meinem Video hier verwendet habe. Und mit dem Hinweis auf andere weiterführende Webseiten, also die ich dann vorhin gerade hier erwähnt habe, möchte ich hier schließen und ich hoffe, dass du manche dieser Seiten, die ich erwähnt habe, dann auch wirklich tatsächlich ausprobierst und dann manches tolles Foto dort finden kannst.